Wurzeleintopf. Erstens Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln. Rote Beete, Kohlrabi, Sellerie, Petersilienwurzeln, Möhren und Kartoffeln schälen und in ca. 2 cm große Stücke schneiden. Gemüsefond in einem kleinen Topf erhitzen. Zweitens Öl in einem ofenfesten Topf erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Kartoffeln zugeben und 4 bis 5 Minuten mit dünsten Sellerie, Möhren, Petersilienwurzeln, Rote Beete, Liebstöckel und Lorbeer zugeben und kurz mit dünsten. Honig und Senf zugeben, mit Weißwein ablöschen und fast vollständig einkochen lassen, dabei mit Salz und Pfeffer würzen. Den heißen Fond zugeben, alles aufkochen und zugedeckt im vorgeheizten Backofen bei 22 Grad, Klammer auf, Gas 3 bis 4, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten eine Stunde garen. Kohlrabi nach 20 Minuten zugeben. Nudeln 15 Minuten vor Ende der Garzeit untermischen und offen, zu Ende garen. Drittens Petersilienblätter abzupfen und grob schneiden. Schnittlauch in feine Röhrchen schneiden. Meerrettich schälen und fein raspeln. Petersilie, Schnittlauch und Meerrettich in einer kleinen Schale mischen. Viertens Eintopf mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit der Kräutermeerrettichmischung bestreut servieren. Pro Portion 16 Gramm E, 9 Gramm F, 74 Gramm KA gleich 472 Kilokalorien, Klammer auf 1967 Kilojoule, Klammer zu.